Wie wir alle steckt ihr immer noch in Quarantäne fest. Mal sehen, wie lange noch, ne? Die Zeit geht dahin und man merkt, du hast seit Tagen nicht geduscht. Und das Schlimmste daran ist, du gehst immer noch nicht duschen, du Dreckiger. Ich verstehe das. Bei mir ist das nicht besser. Vielleicht etwas schlimmer. Trotzdem, wie mir gesagt wurde, die Dusche liebt dich immer noch. Aber das war eine Untertreibung. Dass du duscht, ist das Einzige, was die Erde noch intakt hält. Corona? Eine bloße Erfindung der Regierung. Der wahre Grund ist, dass keiner mehr duschen geht. China, 2020. Peking. Die Straßen sind leer. Wegen Corona? Keinesfalls. Seit mehr als einem Monat gab es keinen offiziellen Corona-Fall mehr. Wir tun wirklich sehr auf. Offiziell. Ne, Jinping? Offensichtlich muss es einen anderen Grund geben. Und mein Team hat diesen Grund gefunden. Gase streichen durch die Gassen. Menschen verstecken sich hinter ihren Masken. Die Angst deutlich in ihren Augen abgezeichnet. Das Deo schon lange aus. Und andere Lebensmittel. Aber das juckt doch keinen. Der Grund für das Ganze? Gestank. Die Menschen Chinas leben seit Jahren in einem massiven Deo- und Shampoo-Mangel. Eines Tages wurde uns einfach nichts mehr geliefert. Das war grausam. Teilte uns eine Hotelfachverkäuferin in ein Interview mit. Deutschland, 2020, Berlin. Seit Tagen geht keiner mehr auf die Straßen. Nur in den Läden ist noch Betrieb. Klopapier? Kaum zu finden. Aber warum? Wohin konnte das ganze Klopapier eines Landes hingehen? Die Antwort liegt in einem neuen Trend. Mami-Shower ist ein neuer Trend, der sich durch das Land zieht. Und ja, es ist genau, wonach es klingt. Man duscht sich wochenlang nicht und wickelt sich dann in mehrere Rollen von Klopapier ein. Dieser Trend dient zur Abschreckung des Coronavirus, der bekanntlich nur Lebende befallen kann. Um den Virus auszutricksen, verkleidet sich ein Großteil der Gesellschaft in eine stinkende Mumie. Die Erfolgsquote hierbei ist allerdings eher gering. Die verminderte Bewegungsfreiheit und der Gestank der Vermoderung lockt den Virus noch viel mehr an. Es ist weitgehend noch unbekannt, aber Viren lieben totes Fleisch. Dadurch konnte sich der Virus überhaupt so groß verbreiten. Erzählt uns eine Biologie-Fachverkäuferin im Interview. Damit das klar ist, deine Faulheit nicht zu duschen ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Du bist der Schlüssel zur Rettung der Welt, also krieg endlich deinen faulen Arsch in die Dusche.